In Singapur hat das Coronavirus ausländische Gastarbeiter besonders hart getroffen. Tausende von ihnen harren in der Quarantäne aus. Dass das Virus so leichtes Spiel hatte unter dieser Gruppe, hat damit zu tun, dass sie eben eng zusammengepfercht normalerweise in diesen Schlafstätten wohnen. Hilfe in der Not bietet dieses Restaurant. Es liefert jetzt kostenlose Mahlzeiten für die Bauarbeiter. It's unfortunate that it took a pandemic like this to spotlight on the conditions of the migrant workers. Anstatt Baulärm hört man die Vögel zwitschern. Es ist ein komisches Gefühl, ein komisches Ambiente im Moment in dieser sonst so lebhaften und auch lauten Metropole in Südostasien. Die 300.000 Gastarbeiter in Singapur kommen oft aus Ländern wie Indien, Bangladesch oder China. Sie leben hier unter widrigen Umständen. Vom kleinen Lohn schicken sie auch noch Geld in die Heimat. Praktisch alle dieser Bauarbeiter sitzen nun in der Quarantäne, sei es in den Schlafstätten oder auf den Baustellen selbst. Und diese Arbeiter müssen versorgt werden. Das Restaurant Spice gehört zu den angesagten Adressen in Singapur. Wegen der Pandemie musste es schließen. I was doing things like weddings and private dinings for ministers and high-ranking officials. Und jetzt wird hier für die Gastarbeiter gekocht. To isolate 300.000 foreign workers, it's a huge logistical nightmare. The majority has been taken care of by the government and by their employers, so they're just a small group that have been left out. Über eine Hilfsorganisation bekocht er nun jene, die nichts bekommen. Wo sonst die Reichen speisen, werden Essensboxen gefüllt. Dann geht es durch die leeren Straßen Singapurs. Und der Chef bringt das Essen gleich selbst auf die Baustelle. This place, we are safe here. Have you guys been tested? No, haven't. No, but everybody safe. Nobody affect any sick people like that, nobody. Zurück in der Küche. Erst durch die Corona-Krise sind vielen die Lebensumstände der Gastarbeiter richtig bewusst geworden. Most Singaporeans do not realize where these tall skyscrapers come from, who are the ones that really built the effort. If you visit a dormitory, it's quite depressing. Auch er wollte künftig etwas tun. Wie genau, weiß er jedoch noch nicht. Do you think it will change something for the future? I hope so. But I'm sure there will be calls from all parts of the community for something to be done. I think more can be done, you know, with the amount of resources that the government has. Vorerst kocht sein Restaurant weiterhin für die hungrigen Bauarbeiter in der Quarantäne.